Und hier ist sie wieder, die 10-Euro-Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 10-Euro-Überraschungsshow bei Pearl TV. Ja, für viele von Ihnen der Höhepunkt des Tages, für uns ganz bestimmt, weil Sie sind jetzt in der 10-Euro-Überraschungsshow. Das heißt, ganz viele Produkte, die alle nur 10 Euro kosten, normalerweise viel mehr. Ein Schnäppchen jagt das nächste ideal jetzt natürlich zur Weihnachtszeit, zur Nikolauszeit oder wenn Sie einen Adventskalender basteln wollen oder einfach mal Danke oder frohe Weihnachten sagen wollen. Ja, wir werden sehr, sehr schöne Artikel dabei haben. Was das für einzelne Artikel sein werden, wissen wir nicht. Was wir aber wissen ist, Sie dürfen gerne bis zu 5-mal Probesteller zugreifen. Mhm. Und Diana steht auch schon in den Startlöchern mit Artikel Nummer 1 in unserer 10-Euro-Überraschungsshow. Und deswegen holen wir sie mal dazu und schauen mal, was sie da in ihrem kleinen Kartönchen dabei hat. Oh, ein Weihnachtspaket. Hallo, Diana. Danke, Diana. Dankeschön. Danke. Du siehst wieder sehr elegant aus. Oh, dankeschön. Oh, das haben wir ab und zu mal in der 10-Euro-Show. So, das sieht mir nach Kerzen aus. Immer beliebte, tolle Kerzen. Ja. Nein. Aber es geht weniger um die Kerzen als vielmehr um das, was sie anzündet. Wow, das ist... Ein elektronisches Design-Lichtbogen-Feuerzeug. Genauer gesagt, ein elektronischer Design-Lichtbogen-Stabanzünder. Ui. Für 60 Zündungen pro Akkuladung. Und das ist ein ganz entscheidender Faktor. Er sieht nicht nur richtig klasse aus. Er lässt sich ganz einfach jederzeit wieder aufladen. Das heißt, kein Gas, kein Feuerzeug, Benzin und gar nichts. Ganz einfach kurz ein paar Minuten ans Netzgerät hängen. Dann ist er wieder aufgeladen. Für 60 Zündungen reicht das Ganze dann. Und das Schöne ist, wir haben hier einen absolut wind- und wetterfesten Lichtbogen. Das wird quasi elektrisch, wird das Ganze gezündet. Das ist das Tolle hier. Du brauchst, wie du sagtest, also kein Gas, kein Benzin, kein gar nichts. Einfach ab und zu mal laden und dann haben Sie diese 60 Zündungen. Und wenn wir den anmachen, dann sehen Sie hier oben, ganz, ganz klein ist ein Blitz, ein elektronischer Lichtbogen. Das ist ein Blitz, kann man fast schon sagen, der tatsächlich auch stark genug ist, um eine Kerze anzuzünden. Ne? Mhm. Lass mal gucken. Achtung, Diana zeigt uns das mal, wie das geht. Diana, mach mal die Kerze an. Und das unterstreicht wieder das, was ich jedes Mal sage. Ich habe das Gefühl, dass mit so einem Lichtbogenfeuerzeug eine Kerze, ein Docht, wesentlich schneller angeht als mit einem klassischen Feuer. Und das Tolle ist halt, dass man hier eben auch Kerzen so von oben anzünden kann, weißt du, die so im Glas sind oder in der Vase, ohne sich die Finger zu verbrennen. Oh ja. Das ich habe auch diese große Vase und natürlich das ist immer ein Problem, du musst diese Kerzen rausnehmen, dann machst du an und dann musst du, das ist auch ein Problem, weißt du was, musst du immer so mit diesem Feuer, das alles geht in deine Hand. Immer die Finger, ne? Also hier haben sie kein Problem, ich liebe Kerzen, für mich das Kerzen muss überall sein und natürlich jetzt Winter, Weihnachtenzeit, das ist sehr, sehr wichtig und natürlich für Menschen, die sie rauchen, sie können auch das nutzen für Zigaretten draußen und jetzt zum Beispiel große Probleme, Wind. Ja, heute Wind war 100 Kilometer pro Stunde, also ja, 27 draußen, Meter pro Sekunde. Und natürlich, ich glaube, Sie brauchen etwas Wetterfestes. Genau, super. Und sieht fantastisch, sehr elegant aus. Die Petra aus Nürnberg schreibt uns, der Stabanzünder schaut sehr edel aus, ist stabil gebaut, liegt gut in der Hand und funktioniert einwandfrei. Eine ähnliche Meinung hat die Melanie aus Torgau. Das Top-Produkt schreibt sie, habe noch 2 Stabanzünder zum Verschenken mit dazu bestellt. Das können Sie auch nur bis zu 5-mal pro Besteller können Sie zugreifen. Ist mit Sicherheit mal eine schöne Geschenkidee, denn ich glaube, Kerzen, gerade in so Windlichtern und so weiter, findet wirklich jeder schön. Und die klassischen Feuerzeuge sind irgendwann mal leer, die schmeißt man weg, ist nicht gerade umweltbewusst. Das hier wird einfach wieder aufgeladen und sieht noch richtig klasse aus. Die NX9613 und die 569. NX9613 und die 569. Und vergessen Sie bitte nicht die 569 hinten dran bei Ihrer Bestellung mit dazu zu sagen. Denn dann wissen die Kollegen im Service Center, dass Sie über Pearl TV bestellen und den günstigen TV-Sonderpreis bekommen. Das war schon mal ein fulminanter Einstieg in unsere 10-Euro-Überraschungsshow. Wir schauen mal, was als nächstes kommt. Ich weiß es zuerst. Ah, ein berührungsloses Infrarotthermometer mit Laserpointer von minus 50 bis plus 380 Grad. Das ist also super für Kamin zum Beispiel. Ja, nee, es geht nicht in Kassen. Kassen. Das ist nicht so, um Fieber zu messen. So. Nein, das ist nicht für Menschen. Das ist für Oberflächen zu messen oder Flüssigkeiten zu messen. Ja, aber zum Beispiel mal Babyessen, das darf ja auch nicht zu heiß sein. Das bist du, Carsten. Carsten, wie oft sollen wir dir das noch sagen? Ich messe ja, hast du schon mal am Unterarm Fieber gemessen?
Am Unterarm? Ja, hier. Ich halte es doch hier hin. Aber besser nicht. Besser nicht. Und, habt ihr eine bessere Idee? Ja, du kannst den Boden mal messen. Das kann für ich messe jetzt mal die LED-Wand. Dabei. So. Damit ihr eure Ruhe habt, messe ich jetzt mal die LED-Wand. Pass auf jetzt. So. Und das ein blitzschnelles Messen? Weniger, Maximum 1 Meter, ja? Also kann ich hier ungefähr so. Du kannst ein bisschen weiter gehen. 22,9 Grad Celsius. Kalt. Ist kalt. Ja, das ist der Vorteil von zum Beispiel diese Lampe, guck mal. Wir haben diese LED-Lampe hier. Ja, die vorne. Ich glaube, sie sind sehr, sehr heiß. Also das Messergebnis ist innerhalb von 0,5 Sekunden da. Was noch? Und Sie sehen das für 7 Sekunden. Hat eine automatische Abschaltung und hat halt berührungsloses Messen der Oberflächentemperatur per Infrarotsensor. 38,9 Grad. Ja. Wow. Wie viel? 38,9. Aber weißt du, für was, für Baby, wenn sie nehmen Bad, du kannst auch zum Beispiel Wasser messen. Das ist auch sehr, sehr wichtig, weil Wasser muss genau Temperatur haben. Mhm. Also das ist super für Menschen, die haben kleine Kinder. Ja, oder hier schreibt Gerda aus Eppelborn, schreibt, ich nutze es, um die perfekten Pommes zu machen. Die niedrige Temperatur des Öls zum Garen und 160 bis 180 Grad zu kross werden lassen. Ich bin heiß, Carsten. 25, 26,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 27, 26 Grad. Mein Hemd hat 26. Kalt. Das ist mein Hemd. Das der Junge ist ich. Cool. Ich bin Warum heiß. So das ist extra isolierend hier mein Hemd. Wie viel hast du, Leo? Komm her. Unser 33,3. Wow. Unser berührungsloses Infrarotthermometer mit Laserpointer hat die Bestellnummer NX8111569. Da kann man auch Wände gut messen, ob da irgendwo Wärme austritt. Also auch von außen am Haus oder so. Das ist also wirklich ein tolles, tolles Produkt. Kostet normalerweise viel, viel mehr heute nur für 10 Euro. NX8111, weil Sie, 569, weil Sie in der 10-Euro-Show sind und den speziellen Preis bekommen. Ja, dann gucken wir, was noch dabei ist. Sehr, sehr interessanter Artikel, sehr abwechslungsreich, finde ich. Immer wieder gerade in der 5-Euro- und der 10-Euro-Überraschungsshow. Ja. Sie rufen übrigens gebührenfrei an bei uns, falls Sie das erste Mal zugreifen möchten, unter der 0800 51 51 und dreimal die 4 bestellen Sie Kollegen im Service Center einen ganz lieben Gruß. Und jetzt sprechen wir über eine kabellose Funktürklingel mit 2 Empfängern. Das Besondere daran ist, du hast also nicht nur den Ton, du hast auch einen Lichtimpuls. Und das bedeutet für die Herrschaften, die vielleicht nicht so gut hören, oder eben ganz einfach vielleicht den Ton ausgestellt haben, weil die Kinder schon schlafen oder wie auch immer, hast du gleichzeitig auch einen Lichtimpuls. Das heißt, du kannst es hören und oder sehen, wenn es an der Tür geklingelt hat und du hast 100 Meter Funkreichweite. Das ist natürlich eine richtig coole Angelegenheit hier. Also du kriegst die Klingel und den Empfänger zusammen hier. Du kriegst 4 Empfänger dazu. Habe ich das richtig gehört? 2. 2 Empfänger also bekommst du dazu. Also eine Funktürklingel und 2 Empfänger. Und die kann man einfach mal in die Tasche stecken. Dann hört man nämlich, wenn jemand kommt, wenn man im Garten ist oder im Keller, wo man die Türklingel nicht so hören kann. Und wir sehen, Diana spielt gerade alle Klingeltöne raus. Wie viele Klingeltöne haben wir denn da drin? Also Freude, schöner Götterfunken ist auf jeden Fall dabei. Wir haben 36 unterschiedliche 36. Signaltöne. Darunter viele bekannte Melodien. Ja. Natürlich ein 36. Wir haben, noch so, wir haben 3 Signalmodi, nur Ton oder Licht, sowie Licht und Ton gleichzeitig. Wählbar per Schiebeschalter und eben eine Funkreichweite von bis zu 100 Metern. Du kannst natürlich auch mal so einen Empfänger ohne weiteres mal mitnehmen. Wenn du jetzt mal in den Keller gehst oder bist mal auf dem Dachboden oder mal draußen im Garten oder wie auch immer und würdest die Türklingel normalerweise nicht hören, nimmst du den Empfänger ganz einfach mit, dann verpasst du kein Klingeln an der Tür mehr. Ja, und vor allem die Klingel und der Empfänger brauchen keine Kabel. Das heißt, du sitzt ja sonst, wenn man eine Klingel irgendwo anbringen will, muss man immer diese Drähte legen und das ist alles sehr viel Arbeit und kostet viel Geld. Hier alles kabellos. Hier ist der Sender, also die Türklingel, die machen sie einfach an die Tür, kleben oder schrauben es fest, schreiben ihren Namen drauf und dann, wenn geklingelt wird, kriegen sie das Signal hier. Es leuchtet und spielt die Melodie. Fantastisch. Ja. Wie weit kann das sein? Keller oder Garage? 100 Meter. 100 Meter, wow. Man hat eine Hausklingel. Nee, man hat ein Hausklingel. Was? Man hat, wie steht hier? Kann man hat helfen? Ein Hausklingel mit, wenn es nötig ist, mehreren Klingeln, die man im Haus oder Grundstück verteilen kann, ohne Draht zu verlegen.
schreibt unser Kunde aus Bad Münstereifel. Bestell nochmal hierfür ist übrigens die NX 5829 und die 569. 5829 und die 569. Und wir holen mal den nächsten Artikel dazu. Warum hast du denn so schnell gedrückt, Carsten? Du hast gesehen, dass der Preisalarm kommt. Preisalarm ist ein Produkt, was normalerweise viel mehr Geld kostet, wo wir ein besonderes Kontingent bekommen haben. Sehr limitiert, deswegen dürfen Sie es nur einmal bestellen pro Besteller. Aber ich bin gespannt, was es ist, Carsten. Mach was mal auf. Sagt ihr? Hab ich nicht, ja, wir haben immer so einen internen Wettbewerb, wer mehr Preisalarms drücken kann. Hm. Und Carsten hat ideale Sicht auf dich. Da, wenn ja. Da, ja. Und ich hatte das Gefühl, du lauerst schon. Ja, ich habe gelauert, ich habe aber dich angeguckt. man soll Carsten nicht angucken, glaube ich. Oh. Nein, das nutze ich eiskalt aus. Was ist jetzt das haben denn? Wir ein richtig schönes wow. Bäumchen, aber... Ich glaube, etwas fehlt. Ja? Es fehlt, ja. Der Strom. Diese Blüten. Nee, hier fehlen diese Blüten noch. Sekunde mal gerade. So müsste es aussehen, ganz genau. Wow. Das ist echt cool. Für 10 Euro. Wie heißt diesen Baum? Das ist ein LED-Baum mit 64 beleuchteten Blüten, 45 cm groß. Kirschbaum. Ist auch noch spritzwassergeschützt, für innen und außen sogar. Das blühtet nur 10 Tage pro Jahr, aber Sie können das ganzes Jahr haben. Das sieht fantastisch aus. Ich liebe das. Und natürlich, Sie können auch fixieren, wie Sie möchten. Das kann in Schlafzimmer stehen oder in Wohnzimmer. Oder welche Betrieb haben wir? Du kannst es sogar nach draußen tun. Das was meine ich. Was haben wir für... Mit Strom. Das hat ein 3 Meter langes Kabel dabei. Ja. Mit Eurostecker. Und das ist dann tatsächlich spritzwassergeschützt hier. IP44. Und für innen und außen. Carsten ist gerade dabei, diese 64 beleuchteten Blüten ranzumachen. Ja, die nachfolgenden Sendungen verschieben sich in ungefähr 30 Minuten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Oh. Wenn Ihnen was gefällt, rufen Sie an. Sie haben tatsächlich, gebührenfreie Telefonnummer, kostet nichts anzurufen. Rufen Sie einfach an, wir sammeln alle Ihre Bestellungen über den ganzen Tag. Fertig. Und die zahlen nur einmal Versandkosten. Carsten, wird das noch was bei dir? Ja, also wie viel sind das, 64 oder 84? 64, 64 Blüten. Drei habe ich. Mach noch. Ihr hetzt mich den ganzen Tag durch die Sendungen durch. Den ganzen Tag hetzt er mich schon so. Den ganzen Tag werde ich hier gehetzt. Wir schauen mal auf Köln.de. Da kostet es nämlich normalerweise fast 21 Euro. Und heute im Preisalarm nur 10 Euro, weil Sie Glück haben und hier die 10-Euro-Show schauen. Die nächsten 2 Stunden, also schnell ans Telefon. Dieser Baum ist wirklich ein Hit. NX 8802569 ist die Bestellnummer hierfür. Ein NX 8802569 für den beleuchteten Baum mit 64 Blüten. Wie viel hast du geschafft? 6, 7 sowas? 3. 3 hast du geschafft. Wir machen weiter mit dem nächsten Produkt. Wir haben schon wieder tolle Dekoartikel gehabt, ne? Praktische Sachen. Ich mag ja immer, wenn wir Spielzeug oder Werkzeug kriegen. So. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt haben wir hier beheizbare Schuheinlagen. Wie genial ist das denn bitte? Das ist echt beheizbare Schuheinlagen in einer Universalgröße. Die müssten auf die entsprechende Größe zuschneidbar sein. Jawohl, da ist eine kleine Schablone mit drin. Mit einer stinknormalen Haushaltsschere kannst du die zuschneiden auf deine Größe. Was gibst du mir? Nimm mal die beiden hier, Diana. Das ist eine Schuheinlage. Sie bekommen das Pärchen. Die tut man in die Schuhe rein, dann werden die Schuhe warm, bevor man reingeht. Bis 44, ja? Oder das bis ist 46 sogar, von 38 bis 46. Hier, sie ist 46. Hier hat schon jemand geschnitten. Für unseren Paul, das ist schon zu klein. Er hat 46. Wir haben einen riesengroßen Lehrling hier. 48, der Schuh aus 48 das hat. Das ist unmöglich. 48. Deswegen kommt er auch nicht mehr aus dem Regieraum raus. Der passt nicht durch die Tür mit seinen Füßen. Du brauchst also quer passt er nicht in die Tür, oder? Nee. Das ist für Paul. Aber jetzt mal ohne Quatsch, Freunde. Das ist doch wohl der absolute Hammer. Ja, da sind diese... Paul diese passt so. Das sind die... Wir kriegen gerade aus der Regie, ja, das passt. Ja. Also okay, dann du brauchst unsere beheizbaren Propellereinlagen, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Nein, das ist genial, Freunde. Jetzt mal ohne Quatsch. Du hast eine sehr angenehm dünne und komfortable Einlage, hast also auch nochmal so eine gewisse Polsterung mit dabei. Und du hast ein kleines Batteriefach mit einer dezenten Beinmanschette. So, und wenn du jetzt hier mal draußen unterwegs bist, stapfst mal durch den Schnee oder aktuell jetzt auch schon bei dem Schmuddelwetter jetzt hier und kriegst eiskalte Füße, was zwangsläufig passiert, wenn du bei niedrigen Temperaturen draußen unterwegs bist, schaltest du ganz einfach die Heizung dazu und schon bekommst du warme Füße. Das ist doch wirklich genial. So. Okay, ich Selbst wenn es eiskalt ist und sie im Winter normale Halbschuhe tragen. So. So. Der Sascha aus Charm schreibt uns, jetzt habe ich keine Angst vom Winter. Auch bei kaltem Wetter sind lange Spaziergänge kein Problem. Einfach Hammer. Recht hat er mit dem, was er sagt. Und die Manuela aus Mainz schreibt uns, super für meinen Stand auf dem Adventsmarkt. Keine kalten Füße mehr. Großartig. Und du kannst hier fixieren, oder? So, die Beinmanschette tun, rein. Das tut man in die Schuhe und hat dann den Ausschalter an der Wade hängen mit, diesem, mit dieser tollen Beinmanschette. Ja. Guck mal, sehr cool. Ja. Sieht super, also ich meine, das ist sehr wirklich eine Sache, das ist eine Sache, die ist super praktisch, weil jeder hat kalte Füße im Winter und hier kann man ganz einfach seine Schuhe wärmen. Ja. Fantastisches Produkt, wusste ich nicht, dass wir sowas haben. Habe ich auch noch nie gesehen. Das ist für alles das, was du gerade jetzt in den Wintermonaten draußen machst, einfach eine großartige Angelegenheit. Was ich auch super finde, ist, du kannst sie auch mal so in die Schuhe reinlegen, das Batteriefach anmachen und die Schuhe ein bisschen vorwärmen. Mhm. Gedacht ist es eigentlich für den Einsatz, wenn du unterwegs bist, aber eben auch so eine super angenehme Angelegenheit. Mit der NC 8655 und der 569, NC 8655 und der 569. Ich möchte wetten, dass da viele auch mehrmals gerne zugreifen, von der Größe 38 bis 46 ist das machbar, die lassen sich ganz individuell zuschneiden. Also. Sehr schöne Variante, im Winter keine kalten Füße mehr, egal wie kalt es draußen ist, deine Schuhe, deine Füße sind warm und schön trocken. Dankeschön. Vielen Dank, Diana. So, was haben wir jetzt? Was haben wir jetzt? Welcome, lese ich hier gerade. Das ist eine LED-Leuchtkasten für individuelle Bilder auf Folie und Papier. Ja, wie funktioniert das? Ah, du kannst andere Bild machen, oder? Ich schalte mal ein. Ja. Kannst du einfach Foto von Familie oder für ältere Kinder? Ah, das kann ich rausnehmen hier, oder was? Ja, das kannst du dein Bild machen. Das ist cool. Ach so, sieht das ohne Bild aus? Ja. Also eine LED-Beleuchtung von innen und dann packst du ganz einfach das Bild drauf. Und oder du schreibst mit Stiften drauf, kannst du auch machen. Könnte man auch machen. Habe ich es jetzt rausgerupft? Ja gut, ist jetzt nur mal ein Beispiel. Wird ganz einfach reingedrückt. So, muss ich jetzt ein bisschen auf den Kopf machen. So, zack. Und schon ist das Ganze beleuchtet. Das ist ja mal eine coole Angelegenheit. Es gibt auch Cinema-Bilder, diese beleuchteten, da habe ich letztens auch mal eins gekauft, mit diesen Buchstaben drauf. Ja, genau, die man so reinstecken kann. Buchstaben haben. Aber das, was neu ist, sieht fantastisch aus. Guck mal, du kannst etwas einfach malen oder schreiben und dass du hast dein privates, individuelles Deko-Leuchte. Jetzt guck mal hier. Super. Das Licht mal ausgemacht, schau mal hier, wie cool das aussieht. Wow. Das ist ja großartig. Boah. Schau mal. Boah. Cool. Boah. Du hast auch so eine Tafel, wo man Buchstaben drauf machen kann, Diana? Was? Du hast so eine Tafel, wo man die Buchstaben drauf machen kann? Ja, ja. Was steht denn bei dir drauf? Ich kann nicht sagen. Du kannst nicht sagen? Welcome home. Welcome home steht bei dir drauf. Und bei dir, Carsten? Live, die, repeat. Live, die, repeat. Das ist gut. Ernsthaft? Aber es ist ein schönes Teil hier, gefällt mir sehr gut. Gerade mit der Beleuchtung hier, wenn das Licht aus ist, gerade jetzt so in den Winter hinein, in so einer Vorweide grundsätzlich im Winter, du hast ja nicht jedes Mal das große Licht an, hast du hier mal eine schöne Beleuchtung, wird batteriebetrieben oder permanent mit Strom versorgt, kannst du dir aussuchen. Das ist wirklich überall einsetzbar. Ein sehr schöner Artikel, also für gerade mal 10 Euro, großartig, für dieses komische Cinema-Ding habe ich deutlich mehr bezahlt. Zum Aufhängen oder Aufstellen ist es geeignet. Die Bestellnummer ist die NX 95 79 569. NX 95 79 569 für diese tolle Schautafel. Also anders kann man es nicht nennen. Ich finde die richtig innovativ und neu. Also ich habe es noch nie gesehen. Das war schon der zweite Artikel, den ich noch nie gesehen habe hier. In dieser Form kann ich das auch nicht. Sehr schön, sehr schön. Sehr schöne Deko-Elemente im Moment dabei. Also ich fand dieses Bäumchen da eben schon großartig, muss ich dazu sagen. Also ich hatte die Schuhe noch nicht gesehen und das hier auch nicht. Mal sehen, ob es wieder was Neues gibt. Wir hatten eben. Das ist nicht neu. Beheizbare Schuheinlagen hatten wir eben. In der 5-Euro-Show war das. War auch cool. Das ist ein vibrationsfreier Folien-Akku-Rasierer.
Wir hatten das gerade. Ich meine diese Heizer, diese Schuhheizer, Schuhtrockner. Ach so, ein anderes Produkt. Das war ein anderes Produkt, das war in der 5-Euro-Show. So, jetzt sind wir bei einem vibrationsfreien Folien-Akku-Reiserasierer. Wie genial, Entschuldigung bitte, für 10 Euro. Ein kompletter Rasierer, elektrisch, für 10 Euro. Diana hat nichts zu rasieren, aber wir haben Sachen zu rasieren. Rasierst du dich nass oder trocken? Ich rasiere mich trocken. Ich rasiere mich nass. Ich schau mal, ob bei mir noch was ist, weil ich habe mich heute Morgen natürlich rasiert. Ja. Da sollte eigentlich einiges runterkommen jetzt. Das knirscht aber ganz ordentlich. Man, ne? Ja. Also wirklich, also super glatt. Das ist ja irre. Für 10 Euro ein Rasierer, der so gut rasiert. Das ist ja immer so eine Sache für sich. Wenn du dich trocken rasierst, hast du ja in der Regel dann doch einen etwas größeren Rasierapparat zu Hause. Den immer mitzunehmen auf Reise ist immer so ein bisschen schwierig. Deswegen macht es tatsächlich Sinn, sich mal für so einen kleinen Reiserasierer zu entscheiden. Nein? So. Natürlich tut das nicht weh. Ich habe noch nie gemacht. Ja, das hätte mich auch gewundert, wenn du das mal ausprobiert hättest. Das ist so ein Männerding eher. So, was haben wir denn jetzt eigentlich hier? Wir haben ein Darmbad, muss gepflegt sein. Wir haben einen integrierten Akku für bis zu 45 Minuten Laufzeit. Da macht so manch ein klassischer, normaler Rasierer in Anführungsstrichen tatsächlich schon schlapp. Ladezeit ca. 8 Stunden, ist völlig normal, über Nacht mal eben ans Netz hängen. Aber eben akkubetrieben, finde ich hervorragend. Und der Günther aus Arlheim schreibt, ein ausgezeichneter Rasierer, der manch teures Modell glatt in den Schatten stellt. Recht hat er. Also nachdem, was ich bis jetzt gesehen habe, kann ich das unterschreiben. Und der Friedrich aus Oberhausen nutze ich auf jeden Fall auch unterwegs, besonders wenn die Zeit morgens für das Nassrasieren nicht reicht oder der Arbeitstag mal länger wird. Es ist ja nur so, dass wir, ich sag mal, ab einem gewissen Alter nur vielleicht dann doch am Nachmittag nochmal nachrasieren müssen, bevor es dann nochmal in den nächsten späteren Termin geht oder man abends vielleicht nochmal was vorhat. Bevor man dann diese Schatten im Gesicht hat, rasiert man eben ganz einfach nochmal nach. Und das kann man mit so einem kleinen Akkurasierer jederzeit tun. Den hat man mal als Mann im Handschuhfach, im Kulturbeutel oder eben ganz einfach mal eben in der Tasche. Bestellnummer hierfür ist die NC5994 und die 569. NC5994 und die 569. Also für einen Zehner eine echte schöne Geschenkidee. Ja, vor allem ins Auto ist doch eine super Sache, ja, oder? Ja. Gerade wenn man mal abends noch irgendeinen Termin hat, kann man trotzdem immer super rasiert sein. Wir machen weiter mit dem nächsten Produkt. Den hatte ich tatsächlich schon mal gesehen und dachte auch schon, werde ich den zu kaufen, weil ich finde die Idee mit dem Auto so toll. Ja. Wir machen weiter. Danke, Diana. Bitte, Ingo. So. Was ist das? Das ist eine Webcam, oder? Ja. Das ist nicht einfach eine Webcam, das ist eine hochauflösende Webcam mit HD-Video. Und mit Licht, oder? Ich weiß nicht, lese gerade noch durch. Für 10 Euro, super. Ich habe meine Kamera für, ich glaube, 50 Euro gekauft. Entschuldigung. Alles gut. Übermut? Ja, tut das ist gut. Echt cool. Also die hat ein Licht, damit sind sie perfekt ausgeleuchtet. Und auch wenn sie schon eine Kamera haben. Die eine Kamera mit Licht macht so viel besseres Gesicht, weil sonst ist das Licht immer von unten oder von oben, von der Seite. Ganz schlimm sind diese Videokonferenzen, wo die Leute vor dem Fenster sitzen. Da sieht man nur eine schwarze Silhouette. Hier ist eben mit Licht drin. Es hat sogar ein integriertes Mikrofon, eine Schnappschusstaste für Fotos. Und das Tolle ist, diese halt dieses Plug and Play nennt sich das. Das heißt, die kannst du ganz einfach in deinen Computer reinstecken, in einen freien USB-Port und wird sofort als Kamera erkannt eben. Ne? Mhm. Und du hast eben, weil ein Mikrofon drin ist, auch kein komisches Hantieren mehr mit Headset oder irgendwas, kannst du ganz einfach benutzen, das in Full HD für 10 Euro. Das ist ein absoluter Hammerpreis. Die Sandra aus Dresden schreibt, sehr zu empfehlen für deinen Online-Unterricht mit Musikinstrumenten als zweite Kamera sogar. Du kannst ja auch mehrere Kameras in deinen Computer reinstecken und dann mit dem entsprechenden Programm mehrere Perspektiven zeigen. Das ist natürlich auch toll. Wir machen ja so viele Videokonferenzen im Moment, viele haben Homeoffice, da will man natürlich auch fantastisch aussehen. Und man sieht, wenn da mehrere drin sind immer, wer hat eine gute Kamera und wer hat eine schlechte Kamera. Das ist eine tolle Kamera hier für 10 Euro. Ich finde die sehr gut, zumal du die hier so einsteckst. Du hast also eine rutschfeste Unterseite, auch kratzfest, also verkratzt du nichts. Kannst du hinstellen oder an den Monitor klemmen, wie du willst. Ne? Ja, an den Monitor klemmen kann ich das auch. Ja, normale Computer haben ja gar keine Kamera. Ne? Das ist richtig, ja. Es gibt auch viele Laptops, die keine Kamera haben. Zum Beispiel Laptop hat diese Kamera, aber das ist so unbequem immer, dass du kannst nicht
oder Partner sieht mich nicht oder ich sehe das sehr schlecht, weil du musst immer mit diesem Display auch sehen. Also das ist super. Zum Beispiel, ich kaufe immer zwei Kamera, das ist mein Tipp, weil eine Kamera für selbst und zum Beispiel für diesen Konferenzpartner. Zum Beispiel, ich bin für mich und für meine Familie. Dann jeder hat gute Qualität, guter Bild. Genau, da hat ja dann jeder gute Qualität. Mhm, ne? Wenn man die auch noch verschenkt und selber eine hat. Schau mal, das ist so ein Bild, das ist richtig, das ist so typisch da eben vor dem Fenster sitzen, nur eine graue Silhouette. Schlecht beleuchtet. Mit dem Licht selber wird es dann toll. PX8311569, das ist mein Lieblingsprodukt bis jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also eine Webcam für 10 Euro mit Beleuchtung und hochauflösend und so weiter, also Wahnsinn. Einfach reinstecken und loslegen. Das ist eine Ansage. Ja. Wir legen los mit dem nächsten Produkt. Oha. Oha. Jetzt bin ich gespannt. Ich darf es auspacken, wie schön. Da freue ich mich immer. Das ist mein Lieblingsthema. Küchen. Küche. Was haben wir denn hier? Wir haben sechs Frühstücksmesser mit Wellenschliff. Sechs aus rostfreiem Chromstahl. Und jetzt kommt der Knaller. Als Zwölfer-Set. Als Zwölfer-Set? Wir dürfen die als Zwölfer-Set anbieten für 10 Euro. Das ist weniger als ein Euro pro Messer. Schneiden Sie Ihre Frühstücksbrötchen sauber durch, ganz ohne Krümel. Dank Wellenschliff sind diese Frühstücksmesser ideal für Schnittgut, das außen hart und innen weich ist. Was ist dein Lieblingsbrötchen? Ich esse ehrlich gesagt ganz gerne ganz einfache Brötchen. Diese weiße, ja? Ja, oder mit ein paar Körnern drauf, aber nichts mit Kürbiskern. Ja, sehr lecker. Und du? Ich esse eigentlich Mohnbrötchen sehr gerne. Mohnbrötchen. Ja. Oder so eine Semmel. Ich meine, Brötchen heißen ja auch überall, wo man in Deutschland ist, woanders. Ich komme ursprünglich aus Nürnberg. Da bin ich, bis ich 12 war, habe ich da gewohnt. Da haben Brötchen Weckler gehießen. Weckler. Okay. Nicht Weckler. Wir sind in Franken in Nürnberg. Weckler. Ah, okay. Mit weichem K. Okay. Weckler. Das will ich gerade, wie die in Köln heißen. Brötchen. Brötchen. In Bremen heißen sie Krosse. Krosse? Ja. Habe ich noch nie gehört. Keine Ahnung, woher das kommt. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Ja, das ist echt cool. Was heißt Brötchen auf Russisch? Buletschka. Ja. Buletschka. Also, wir haben hier Buletschka-Messer. Eine Brötchenmesser. Nein, ein Buletschka-Messer. Buletschka-Messer. Aber da kann man natürlich auch ganz toll Tomaten mitschneiden, weil dieser Schliff ist ausgesprochen scharf und dann macht man dann die Haut, drückt man nicht zusammen, sondern schneidet ganz locker durch. Mhm. Wir haben uns für Butter auch gut. Für Buletschka-Butter? Für Butter-Buletschka. 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 Oder Butterbrezeln. Oh, das ist mein Lieblings. Diana vermisst Butterbrezeln, weil es sie in Freiburg gab und hier gibt es die nicht. Württemberg. Ja, ich aber ein leckeres Marmeladenbuletschka wäre auch nicht schlecht, oder? Oh ja. Nutella-Buletschka. Zum Beispiel Brezel mit Butter und Honig. Sehr lecker. Und Latte Macchiato. So, isst du eher süß morgens oder deftig? Was ist deftig? Also Wurst, Käse oder lieber? Nein, ich esse kein Fleisch. Entschuldige, Käse aber? Käse natürlich, ja. Aber isst du lieber Käse oder Marmelade? Beides. Beides, zusammen. Ne? Marmeladenkäse? Mm. Marmeladenkäse? Also, was echt? Das schmeckt gut. Ja. Zum Beispiel Croissant, Honig und dann Camembert-Käse und dann Feigen. Ja, Feigen? Diese Feigen. Frucht. Feigen. Und ein bisschen Walnuss mit Honig. Oh mein Gott, es ist so das lecker. Klingt lecker. Komischerweise klingt das sehr lecker im Moment. Ich gehe zum Bäcker, ich sage, ich nehme das mit der Boulette. Ich habe Hunger. Also 12 Stück, um es mal wieder sachlich zu machen. Also ein 12er-Set mit Wellenschliff, Frühstücksmessern, super scharf. Und das Ganze mit der NC7464 unter 569, natürlich Spülmaschine. Das war sie auch schon wieder. Wir hoffen, Sie haben was gefunden, hat Spaß gemacht. Schönen Abend.